Yo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von einem komplett neuen Spielmodi, den es auf meinem Kanal noch nie gab. Und zwar spielen wir hier als Skyblock PvP auf dem LP mit Kev Server. Ihr habt richtig gehört, mal was ganz Neues auf meinem Kanal, was ich selbst noch nie gesehen habe persönlich. Und yo, ihr habt richtig gehört, und zwar ist das PvP auf Skyblock Inseln so gesehen. Und yo, jetzt werden wir gleich auf unsere Skyblock Insel teleportiert. Also jetzt. Und jo, gerade ist Nacht und hier haben wir erstmal unseren Baum, den wir erstmal abfällen, wie es üblich ist auf Skyblock. Und ja, Skyblock PvP, man spielt gegeneinander. Also in der Regel ist es, glaube ich, ja, alle gegen alle. Aber ich glaube, hier machen trotzdem immer ab und zu mal welche Team. Und jo, hier haben wir die Sachen drin. Ich nehme da immer direkt alle draus. Also alle raus, weil wenn ich runterfalle, ist eh zu spät. Und jo. Genau, Skyblock PvP, ihr habt euch ja was Neues gewünscht und ja mal was Neues, was es noch nicht so oft gab auf meinem Kanal, beziehungsweise es noch gar nicht nie gab, ja, als PvP. Und ja, genau, deswegen kommt jetzt heute mal auch mal auf den Kev-Server, LP mit Kev. Ich habe den ja persönlich durch einen Kumpel kennengelernt. Also den YouTuber. Warte, kann ich da noch abbauen? Nee. Hä, warte, wie habe ich denn das gemacht in der letzten Runde? Ach so, habe ich das gemacht. Ich habe zwei Runden bisher gespielt, also. Warum ist denn da noch. Wo geht der aus? Ich glaube, das ist nicht erlaubt hier. Radar. Off. Komisch. Naja. So. Kommt da das Glas hin. Ich habe nämlich schon so eine kleine Taktik entwickelt. Da kommt das hin. Und da kommt dann jetzt gleich der Lava hin. Der Lava kommt da hin, Junge. Ja, der Lava. Ich guck grad. Okay, ein Sapling haben wir schon mal. Wir müssen auch immer gucken, dass hier niemand herkommt. Also, dass uns niemand hier überraschen kann, so wie der da. Der könnte uns überraschen, eventuell. Okay, das war dumm. Aber das Loch werden wir dann noch brauchen. Lobt mir mal. So. Jetzt mache ich mir erstmal hier eine Steinspitzhacke. Und dann gehe ich runter, denn unter unserer Insel befindet sich noch ein Eisenfloß, so gesehen. Und zwar ist das genau dort drunter. Da ist es. Und ja, das sind vier, fünf Eisen, glaube ich. Fünf? Ja, fünf, glaube ich. Ja, fünf. Und ich weiß jetzt nicht. Ah, guck mal. Okay, wir sind schon mal nicht die Letzten. Also das ist ja schon mal sehr gut. So, alles abgebaut und jetzt müssen wir hier drunter einen Dirtblock setzen. Erde ist ja nicht so wertvoll. Wir möchten ja hier keine Survival. Hä? Hey! Boah, ich dachte schon, mein Eisen verschwindet. Wir wollen ja uns hier nicht Let's Play Survival machen, sondern hier PvP. Und deswegen ist Erde ja hier eher weniger wertvoll. So, jetzt werde ich. Genau. So sieht's nämlich aus. Ich werde jetzt, oh Gott, professionell wie ich bin. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht überrascht. Natürlich immer, wenn ich gut im Fluss bin, im Redefluss, muss natürlich mein Vogel dazwischen kommen. Ist natürlich logisch. Ne? Muss gucken, ah, der da, okay, da hinten, okay. Aber es ist gut, wir haben nämlich so einen Randplatz erwischt. Ah, über uns ist noch ein Diamantblock. Ah, hier sind überall irgendwelche Diamantblöcke verteilt. Ich verstehe. Ah, okay, das wusste ich nämlich noch nicht. Wie gesagt, das ist meine dritte Runde. In der zweiten Runde bin ich einfach nur runtergefallen, bin gestorben. Das heißt, ich hatte bisher nur eine richtige Runde, die ich mal gespielt habe. Und ja, die lief auch nicht so gut. Ich habe mich zu dir rüber gebaut und ich bin runtergefallen. Also im Prinzip habe ich noch nie richtig, ein richtiges Battle gehabt, sagen wir mal so. Sondern bin halt immer nur direkt gleich gestorben. So. Dann werde ich mir jetzt hier ein bisschen Eisen schmelzen. Und daraus werde ich ja dann. Die fünf Eisen sind wahrscheinlich genau dafür gedacht, für eine Eisenspitzhacke. Und für ein Eisenschwert. Das würde perfekt passen eigentlich. Zwei Holz brauche ich nochmal auf für Sticks, aber wir haben ja auch Knochenmehl erhalten, also beziehungsweise Bones. Dann können wir uns den Baum hier wieder zähmen.
Ah, das ist natürlich Glück, dass der direkt. Geil, so weit war ich noch nie. Also der Server immer voll und dann bin ich immer als zwei, also als dritter oder als zweiter oder dritter gestorben. Und deswegen ist das hier Premiere. Ja. So weit bin ich noch nie gekommen. Okay. Müssen es auch dann bald wie möglich mal hochbauen zu den Diamanten. Sobald das Eisen hier fertig geschmolzen ist. Kann ich die jetzt auch noch reinlegen? Okay, ist gar nicht mehr nötig. Wir haben schon alles Eisen, was geht. Das heißt, ich mache mir hier jetzt kurz ein Eisenschwert. Und eine Eisenpickaxe. Da sind wir schon mal gewappnet. Dann würde ich sagen, baue ich mich zu dem dann da hoch. Ich habe auch gemerkt, dass die Leute hier, also die Leute, die hier drauf spielen, nicht ganz so freundlich sind. Also die sind wirklich richtig angepisst, wenn sie sterben oder hier machen Krieg miteinander, wer als erstes stirbt und so weiter. Ich find's ein bisschen schade. Also wirklich, hier geht schon was ab aus dem Server. IP steht natürlich in der Beschreibung. IP steht in der Beschreibung. So. Ich glaube, es ist auch gedacht, dass wir uns nach oben machen und die Melonen züchten. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Also wie gesagt, wenn jetzt jemand das Spielprinzip kennt und genau weiß, wie das geht, wie man da als Profi hier so vorgeht, nimmt's mir nicht übel, könnt mir gerne Tipps in den Kommentaren geben. Denn ich werde das, denke ich, Alter, bekomme ich überhaupt einen Kobbel ab? Denn ich werde das Ganze sicherlich auch mal öfters spielen. So, die werde ich mir im Prinzip dann aufbauen. Ich weiß schon, dass man hier sich Slabs machen soll. So, das weiß ich schon. Hier sind alle Items, nehmen den Ofen mal noch mit. Dann würde ich sagen, bauen wir uns hier das Verzauberungstisch. Zu den Sachen hoch. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht abgeschossen werde. Das wäre jetzt echt ungünstig. So. Aber ich glaube, hier sieht mich noch keiner so richtig. Nee, so richtig scheint mich echt noch keiner zu sehen. Das heißt, ich kann hier getrost den Block abbauen, glaube ich. Ich baue mir natürlich dann einen Schutzwall rum. Da hat einer einen Abgang gemacht. So. Schönen Schutzwall. Und baut den Diamantblock ab. Zack. Diamonds, Achievement Get. Ja, da kann man auch sehen, dass es wirklich eine reine Minecraft.js ist. Also die ich gerade erst gemacht habe. Das ist der Verzauberungstisch, der ist natürlich nice. Den möchte ich, glaube ich, möchten, glaube ich, viele Leute haben. Überlegen wir sogar, ob ich den holen soll. Ich gehe jetzt erstmal hier wieder runter irgendwie. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, dass ich mir keine Dingens gemacht habe. Wie gesagt, ich spiele es zum ersten Mal, also wenn ich jetzt viele Fehler mache, so typische Anfängerfehler, sagen wir mal, nimmt es mir nicht übel. Den Fallschaden drauf geschissen. Dann kann man jetzt noch mehr ja, von dem machen. Jawohl. Und dann mache ich mir, denke ich, jetzt. Ich habe nicht genügend Steine dafür. Ah ne, das war mein Strahl. Boah, ich dachte schon, da hat sich einer zu mir rüber gebaut. Leck mir die Eier. Leck mir doch mal die Eier. Der hat mich runtergeschossen. Ich wollte gerade den Generator bauen, aber nicht killen. Ich habe auch noch niemanden gekillt hier. Ja. Wie gesagt, ne? Wirklich eine. Ich bin froh, dass ich schon mal einen Diamanten abgebaut habe. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. Ich habe mir jetzt trotzdem, vielleicht ist es ein Fehler, ich weiß, das weiß ich ja nicht genau, aber ich mache mir jetzt eine Axt. Denn in einer Runde habe ich mal einen Baum gezüchtet, der hat alle 6 Knochen mehr gebraucht. Und ja, deswegen. Gucken, was ich darüber bauen möchte. Was geht ab? Hi.
Nö, Team ist das der Pussys. Willst du dran bauen? Kriegst du was auf die Fresse, Junge. Ich lass den mal. Oh, ein Apfel, geil. Das macht mir aber nicht viel Schaden, Freundchen. Schieß! Schieß! Wie viele Pfeile hat der? Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich habe das wirklich noch nie gespielt. Ja, Lava-Eimer setzen kann jeder. LOL! Wow! Halbes Herz! Kranker Scheiß. Ist er jetzt für immer tot? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, der ist für immer tot. Boah, halbes Herz, leck mich am Arsch, das war knapp. Was hatte der alles dabei? Der hat leider keinen Diamanten abgebaut. Aber vielleicht hat er was in seiner Truhe. Werde ich jetzt mal nachschauen. Oh ja, da sind Sachen. Interessant. Aha, da ist der jetzt. Okay, ich verstehe. Der hat schon einen ausgenockt, so wie es aussieht. Ausgenockt, wie das klingt. Sehr interessant zu wissen. Deswegen hatte der auch so viele Pfeile. Ich denke, ich werde mir jetzt bei mir einen Schutzwall bauen. Weil ich glaube, der hat ein bisschen mehr Ahnung als ich von dem Spielprinzip hier. Der guck, wie er kommt. Stirb. Ja, Schutzwall ist jetzt echt höchste Zeit. So, dann verbarrikadiere ich mich hier mal ein bisschen. So. Okay, alles klar. Ich möchte den jetzt eigentlich gerne ausnocken. Dieses klingt immer ausnocken. Ich könnte mir jetzt eine Schaufel machen, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so effektiv. Also eine Diamantschaufel. Okay. Schau mal hier, ich geh mal zu der Insel. Ist der jetzt endgültig tot oder hat er sich jetzt irgendwo anders hingebaut? Viele Blöcke habe ich denn? Daraus könnte ich mir noch ein paar Slabs machen. Woraus ich dann hier oben den Diamantblock erreichen kann. Könnte. Da unten ist noch Eisen. Ich habe Gott sei Dank einen Wassereimer dabei. Und hier ist sogar noch eine Melone. Okay. Es sind nur 6 Überlebende da. Okay. Dann gehe ich mal da runter. Und snack mir mal das Eisen hier. Also es war nicht so klug, denn das Wasser jetzt dorthin zu setzen. Ach, das darf man nicht abbauen, da das eine Insel ist, die nicht, na, sag schon. Wahrscheinlich eine Insel ist, die nicht, besetzt ist. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ist da jemand? Da wäre jemand, aber der Diamantblock ist noch da. Okay, so. Blöcke.
Spiel endet in 30 Sekunden. Was soll das heißen? Ja, klar, ich weiß schon, was das heißt, aber... Glück! Boah! Fuck. Endet das jetzt für immer? Okay, Duell. Fuck, wie sie alle auf mich gehen. Boah, wie sie alle auf mich gehen. Die haben ja, sind ja alle mir hinterhergerannt. Ach, das gibt's doch nicht. Oha, was hatte der alles für Sachen? Okay, alles klar. Jetzt habe ich also einen Punkt bekommen, hammergeil. Gut, ich würde sagen, das war's von Skyblock PvP. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr auf dem LP mit Kev Server spielen. Und ja, deswegen, die IP steht in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, schreibt es in die Kommentare. Gebt eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt doch auch eure Meinung mal zu dem Spielprinzip in die Kommentare. Und jo, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.